Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge von Alien Nation. Ja, letztes Mal haben wir ja glorreich das Tutorial beendet und gehen jetzt mal in die erste Mission nach Barrow, Alaska. Am nördlichsten Punkt von Alaska liegt ein militärischer Außenposten, der in Barrow seit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs in Betrieb ist. Obwohl in der Gegend niemals Aktivitäten der Japaner verzeichnet wurden und auch nicht erwartet wurden. Im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg wurden in den darauffolgenden Jahren des Kalten Krieges in Barrow häufig Aktivitäten verzeichnet. Und als die politischen Spannungen zunahmen, wurde die Anlage signifikant verbessert, indem die Möglichkeiten zur Beobachtung der sowjetischen Bedrohung vergrößert wurden. Seit 1990 ist die Anlage auch bekannt als das Nordlicht und wurde von kleinen UNX-Agententeams geleitet, die heimlich für das Projekt Trista arbeiteten. Blut auf dem Eis. Eine UNX-Patrouille, die gerade Meldung über ein abgestürztes Xenos-Schiff in der Nähe des Nordlichts Radarstation untersucht, hat ein Notsignal abgeschickt und ist seitdem nicht mehr zu erreichen. Durchsuchen Sie das Gebiet, finden Sie die verschwundene Patrouille und melden Sie Ihren Status. Na, dann legen wir mal los. Ja gut. Jetzt muss ich mich irgendwem anschließen. Dann gehen wir halt mal zu Snake Amulett. Das ist ein Japaner. Mit eingesammelten Kernen können Sie Ihre Waffen und Ausstattung verbessern. Unterschiedliche Kerne verstärken. Unterschiedliche Kerne verstärken verschiedene Werte. Jo, das habe ich mir gedacht. Dann legen wir mal los. Hey, der hat schon angefangen. Okay. Ja, das ist mir klar. Ja. Yeah. Oh, Kiste öffnen. Gut. Ah, ich glaube, das ist so ein großer. Was denn? Hey, brennt schon drin. Lass mal erstmal da hochgucken. Was da oben noch so ist. Loot! Komm, der hat mir die eine Kiste gelassen, ist nicht. Loot. Loot. Wenn er so nicht will, dann nehme ich es halt. Danke. Ich habe eine MP. Blup. Hab ich das? Ja, habe ich schon. So, Horden sollte ich vielleicht öfters mal meinen Dings nutzen. Meinen Granaten. Es wird aber knapp hier. So, Munition gesammelt. Ah, da oben ist meine Munition. Okay, hier sind. Ruckel aber hier so ein bisschen. Also das heißt ruckeln, so kleine Legs. So Spawn Legs. Diesen Nachladsound kommt immer aus meinem.
Energiekern wirft zum. Okay. Cool. Der lässt mir echt viel übrig. Finde ich geil. Cooler Junge. Die Partner sind halt doch die besten. Das war knapp. Also der Nachladesound immer aus meinem PS4-Controller. Ist echt lustig. Schnetzel. Respawn-Punkt. So. Wo geht's denn jetzt lang? Wow. Ach, das ist meiner. Das hab ich gerade gedacht. Das wäre mein Ende. Hallo? Weg mit dir, Schnetzel, Schnetzel. Zack. Na, die war ein bisschen daneben geworfen. Sorry. Aber diesen Tarn kann ich glaube ich irgendwie noch nicht so ganz. Oh, wiederbeleben. Yes, danke. Guck mal, das ist. Keine Ahnung. Was, danke für Punch heißt? Doch, Arigato. Gomo Arigato. Duh. Yay, Xenos-Blume, Multiplayer Boost. Finde ich gut. Das gefällt mir. Oh, wupp. So, was ist denn? Zombies! Oh.
The Walking Dead. Oh, meine, ist der schneller als ich, oder? Din 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 din. Apps. Hey, Respawn-Ding in den Benehmen. Hä? Ich rette dich! Zack. Guten. Yay, Fernzündgranaten. Noch mehr Loot. Loot, 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 Loot. Komm schon. Muss meinem Buddy helfen. Komm schon. Yeah, ich bin aufgestiegen. Stufe 2. Helft ihr, Buddy? Wa? Das tut weh. Hä? Hä? Warum wurde ich jetzt wegteleportiert? Das Blick hier? Okay. Ne, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Zack, weggeschnitzelt. Da fliegen die Körper einfach nur so rum, ey, ich glaube. Wow, wow. Mann, der stirbt aber echt oft. Oh. Ja gut, ich will mich nicht beschweren, ich weiß. Passiert. Okay.
Brezeln. Bam. Also diese Granaten sind aber nicht sehr oft einsetzbar. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu oft einsetzt und vor allem nicht verschwendet. Aber soweit macht das Spiel echt Spaß. Kann ich bisher nur empfehlen. Ich muss mal noch ein Tutorial machen, das Level hier. Ja. Lauf nicht weg ohne mich, du stirbst wieder. Mau. Was ist denn der? Good job, you found that C4, Captain. Plant the explosives on the wall and let's see if they still work. Needles everywhere, Captain. Get in there and kill them all. Seh nichts. Hier schon mal nix. God heavens, the whole place is overrun with xenophyte growth. So, Schnitzel. Rein und raus. Ich erinnere mich hier so ein bisschen an Ari von LOL. Zack, rein, schnetzeln, raus, schnetzeln. Hey. Oh oh. Ja gut, das war wohl nichts. Da war nur einfach ein bisschen EXP holen. Oh nein, Leichen untersuchen. Dünn, dünn, dünn. Puh. Ab der Japaner und ich sind ein gutes Team. Das muss man schon mal sagen. Ich komme hier nicht rum. Hä? Ach so, da kann ich jetzt jumpen. Okay. Wenn der nicht immer so weit vorrennen würde. Bin ich so schnell. Ha. Bam. Yay, wir haben es Level geschafft, glaube ich. Bam, 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 Blut auf dem Eis. 17 Minuten haben wir gebraucht. Sammelt Ressourcen, irgendwas. Irgendwas, weiß ich nicht. Ja. Was? Ich hab so viel XP behalten. Was? Okay, ich hab nur die Hälfte an Kills. Abgelieferte Schüsse, deutlich weniger Präzision. Aber ich habe mehr Präzision. Ja. Sniper hier. Verwendete Objekte, okay, habe ich mehr. Tode habe ich viel weniger. Ja. Erlittener Schaden hat er viel mehr.
Wiederbelebte Freunde habe ich mehr. Ja, läuft. Okay, ja, gut. Ja, das war auf jeden Fall jetzt die zweite Mission. Oh, ich kann mir jetzt irgendwelche Verbesserungen. So, den Topf verlässt ich jetzt erstmal. Verbesserungen. Ausrüstung, Primärwaffe. So, was habe ich denn? Ich habe jetzt DMP, ich habe DMP, DMP, DMP. Toll, sind alles gleich. Standard, Standard, gewöhnlich. Das ist die, wo ich jetzt momentan habe. Die hat mehr Schaden pro Sekunde und Ausrüstungsstärke Bonus, okay. Schaden. Mein Schaden geht ein bisschen runter, die Feuerrate geht hoch. Achso, dafür deswegen Schaden pro Sekunde, okay. Magazin geht runter, kritische Chance geht aber hoch. Ah, okay, so kann ich es vergleichen. Okay. Ja, ich nehme jetzt erstmal die hier. Werte neu würfeln. Die rüste ich jetzt mal aus. Nehmen wir mal Werte neu würfeln. Also, das kostet mich was. Ah, okay. Die verwerte ich jetzt mal. Ja. Verwerten, ja. Verwerten, ja. So, Fähigkeiten. Bäm. Plasmaschwert. Die Klingen ihrer Rüstung sind mit superheißem Plasma überzogen. Ihre nächsten beiden Angriffe sind sengende Nahkampfschläge, die alle Gegner im kegelförmigen Bereich vor ihnen treffen. So, das müssen wir aktivieren, dann sind wir anzugreifen. Okay. Was kann ich, dann am Ende machen? Sie legen ihr ganzes Gewicht in jeden ihrer Schläge. Nach jedem Angriff bewegen sie sich für eine Sekunde mit erhöhter Geschwindigkeit. Okay. Genau. Ja. Jedes Teammitglied sendet einen kreisförmigen Signalimpuls um sich herum aus. Dann markiert ihren Gegner in seiner Reichweite. Und, okay. Und die Mittel erhöht die explosive Wirkung des Tunnels. Okay, macht stärker. Tarnung. Erzeugt einen Lichtberechungs. Feld, das den Agenten praktisch unsichtbar macht, solange er keine Offensiven oder so durchführt. Die Unsichtbarkeit hält 7 Sekunden. Das kann ich am Ende. Angriffe bei Schadensboost, der nach Ende der. Okay. Passive Fähigkeiten. Kinetischer Angriff. Verwenden Sie während Ihres Ansturms, um den Spezialangriff kinetischer Angriff zu aktivieren. Er verdoppelt den Schaden, den getroffene Gegner erleiden und wirft sie zu Boden. Okay. Geworfen, wenn sie in der Nähe. Okay. Powerschlag fügt ihrem normalen Nahkampf einen Wirkungsbereich hinzu. Der Bereich, wenn sie. Okay. Powerschlag verursacht bei allen getroffenen Gegnern Schaden über Zeit. Betroffene Gegner verlieren. Okay. Schnellerholung. Wenn sie 2 Sekunden lang keinen Schaden nehmen, regeneriert sich ihre Gesundheit. Dieser Effekt tritt nur ein, wenn ihre Gesundheit. Okay. Ihr maximale Gesundheit wird dauerhaft. Na ja, gut, meist halt so. Okay, und was habe ich da jetzt? Ansturm. Wenn sie während des Ansturms R1 und dann. Okay. Ich weiß vielleicht nicht ganz so klug, aber naja, gut. Ja, das ist viel schlechter, also weg damit.
Und Bestiarium. Yay, Bug. Geboren, um zu töten. Gegnerbeschreibung. Diese Kreaturen, die aus dem Insektenanalogen auf dem Xenos Heimatplaneten erschaffen wurden, greifen in Schwärmen an. Obwohl sie leicht zu eliminieren sind, lösen sich ihre Körper nach dem Tod in gefährlichen, blitzschnellen Schleim auf. Spezialangriffe. Beißt auf kurze Entfernung und hinterlässt eine Säurepfütze, wenn er stirbt. Bugkugel. Stärke durch Masse. Gegnerbeschreibung. Eine Eikapsel, die explodiert und einen Schwarm Bugs entfesselt. Sie wird durch Annäherung oder Schaden ausgelöst. Dank ihrer Tarnung ist sie innerhalb des Alien-Bewuchses nur schwer auszumachen und daher eine gefährliche biologische Falle. Lässt Gruppen von Bugs los, wenn sie aufgelöst wird. Mutant, Zombie-Soldat. Kurz nach der Invasion begannen die Xenos damit, ihre Biowaffenarsenal und irdische Lebensformen zu erweitern. Allerdings stellte sich heraus, dass die Arbeit mit ihnen schwieriger war als mit Organismen von ihren Heimatplaneten. Trotzdem gelang es ihnen, menschliche Leichen zu reanimieren und mit der Kontrolle eines Xenos Neural Dusters in den Kampf zu schicken. Nahkampf, kurze Reichweite. Soldat. Xenoschock-Truppe. Diese lebenden Kriegsmaschinen werden auf dem Mutterschiff in Tanks gezüchtet und bereits mit verschiedenen kybernetischen Implantaten versehen. Bevor sie vollständig ausgewachsen sind, sie werden mit der fortschrittlichen Waffen der Xenos ausgestattet. Der Energiespeicher auf ihrem Rücken ist ihre Schwachstelle. Sie bevorzugen Langstreckenangriffe, sind aber auch im Nahkampf tödlich. Cool. So, ja gut. Das war's auf jeden Fall mit dieser Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Alien Nation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein!